Der Bundespräsident, die Kanzlerin und ihre Minister werden ab heute vom neuen Hauptstadtflughafen BER zu Dienstreisen aufbrechen. Die Flugbereitschaft der Bundeswehr nimmt das provisorische Regierungsterminal in Betrieb, an dem künftig auch die Gäste der Bundesregierung aus dem Ausland empfangen werden. Zwei Jahrzehnte lang waren sie in Tegel gelandet. Am 31. Oktober, nach vielen Pannen und mit jahrelanger Verspätung, beginnt auf dem neuen Hauptstadtflughafen dann auch der reguläre Flugbetrieb.